wir mit einem Arbeitsmarkt konfrontiert, der lange unter CDU-Regierung als Niedriglohnsektor vermarktet wurde. Thüringen als Billiglohnland ist natürlich ein Image, was wir aus einer linken, aus einer rot-rot-grünen Perspektive zu überwinden versuchen. Für uns ist klar, wir haben in Thüringen nur dann einen Standortvorteil, wenn wir gute Arbeit wirklich leben. Und gute Arbeit bedeutet natürlich nicht nur, aber auch eine faire Entlohnung. Es bedeutet gute Arbeitsbedingungen und gute Lebensbedingungen. Hier in Thüringen steht wieder eine Transformation an. Alles, was den sozial-ökologischen Umbau angeht, betrifft gerade unsere Automobilzuliefererindustrie, aber auch andere Wirtschafts- und Produktionsbereiche. Deswegen ist es für uns sehr wichtig, dass mit Blick auf die Transformationserfahrung, die viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nach den 90er Jahren auch im Zuge der Treuhanderfahrungen gesammelt haben, nicht erneut wiederholt werden, sondern klar ist, dass jede Transformation nur von unten entstehen kann, nur unter Einbezug der Beschäftigten und unter Einbezug der Gewerkschaften entstehen kann. Deswegen freue ich mich sehr, dass wir in Thüringen, aber auch im Osten allgemein aktuell eine neue Generation von Arbeitskämpfen auch sehen. Wir sehen, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht mehr irgendwelche Arbeit oder irgendwelche Arbeitsbedingungen akzeptieren, sondern für sich, für ihre Interessen sich organisieren und dann auch gemeinsam auf die Straße gehen, teilweise mit sehr, sehr guten Erfolgen, was die tariflichen Abschlüsse betrifft. In Thüringen besteht das Landesprogramm Denkbund, das wir als rot-rot-grüne Koalition sehr unterstützen und auch haushalterisch untersetzt haben. Uns geht es darum, durch das Landesprogramm Mittel zu schaffen, Mittel bereitzustellen für die einzelnen Kommunen, um gegen gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, um gegen Antisemitismus, um gegen Rassismus aktiv zu werden, um dafür zu sorgen, dass Thüringen nicht nur ein wirklich schönes Bundesland, sondern ein schönes Bundesland für alle ist und alle hier ohne Angst, ohne Sorge davor, dass ihnen oder ihren Liebsten etwas passiert, auch leben können, auch arbeiten können. Das heißt, von diesem Landesprogramm werden beispielsweise auch Beratungs- und Unterstützungsangebote finanziert für Opfer von rechter, für Opfer von rassistischer Gewalt. Insbesondere mit Blick auf die aktuellen Prognosen, bei denen die AfD droht, zur stärksten Kraft in Thüringen zu werden, glaube ich, dass dieses Landesprogramm ganz wesentliche Elemente voranbringt, die für eine Zukunftsfähigkeit unseres Bundeslandes von Bedeutung sind. Auch in anderen Ostbundesländern sehen wir immer wieder, wie stark die Rechten werden und wie wichtig es ist, dass wir als Linke, aber auch als demokratische Mehrheitsgesellschaft deutlich dagegenhalten. Und für uns ist glücklicherweise eine klare Kante gegen rechts nicht nur etwas, was wir in Sonntagsreden formulieren, sondern etwas, das unser ganz konkretes politisches Handeln bestimmt.